Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Ja, wir sind jetzt auf einer neuen Insel. Up the Creek heißt das Level. Dann gehen wir mal Up the Creek. Da kommt erstmal unser Ugalabugala ab. Und dann wollen wir sehen. Wow. Okay. Wieder so ein kleiner Fluss. Spielen wir hier Watership Down. Und hopp. Ja. Äpfel. Den Piranha lasse ich mal springen. Oh. Ja, komm her, King, Little King Kong! Au! Checkpoint! Oh. Okay. Die roten, die gingen zu, wenn ich drauf springe. Genau, oha! Nicht zuschnappen, wenn ich gerade drauf springe. Das ist ne böse. Ich hab gehört, das soll mit. Aha. Oh. Okay, die Blüten sind runtergegangen. Das wollte ich nämlich beim anderen Level schon mal ausprobieren. Interessant. Da haben wir also einfach nur einen Apfel dazu bekommen. Und noch ein paar Äpfel. Diese Bonus-Level finde ich immer ganz witzig. Wenn man die halt so kombon muss. Oh. Okay, das war's. Darf ich da nochmal rein? Gut. Okay. So. Ha, easy. Wie einfach auch instant stirbt bei der Berührung des Wassers. Ah. Ja.
Hab. Hab. Zack. So muss ich das machen. Oh, wir haben genug für den Edelstein. Und tschüss. Okay. Den haben wir uns aus der Hose rausgezogen. Mann, Mann, Mann. Ripperoo. Okay. Ripperoo, ist das ein Känguru oder was? Ich bin Ripperoo. Ja, es ist Ripperoo, das Känguru. Okay. Big TNT. Okay. Huh. Okay. Wie springt er denn? Ah, er hat also immer dieses Muster. Okay. Alles klar. Wie springt er jetzt? Okay. Oh! Ja, man sollte auch keinen Feindkontakt haben. Man sollte keinen Feindkontakt haben. So? Nein, 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 nein! Ich bin nicht hinten von der Plattform abgerutscht. Alles gelogen. Verdammt. Ah! Definitiv zu früh. Muss quasi warten. Bis zu diesem Augenblick so ungefähr. Genau. Dann springt er dahin. Da. Da. Okay, nimmt er quasi die unteren Pfad. Hey, wir sind verschwunden! Oh Mann. Hey! Okay, dann verschwinde eben durch das Fass. Wow. Weil wir jetzt so oft gestorben sind in dem Level, haben wir jetzt diese Maske dazu bekommen. Dabei sterben wir nicht mal wegen dem Boss an sich, sondern weil wir halt, ja, weil wir halt immer durch die Kisten fallen. Oh, das ist ja peinlich. Naja. Wieso falle ich durch die Kisten? Es kann doch nicht sein, dass die Hitbox der Kiste so klein ist. Aha. Das ist echt belastend.
Okay, jetzt sind wir die Äußersten. Das ist unser zweiter Bosskampf. Und ich bin gespannt. Ich finde die Mechaniken, diese Bosse zu besiegen, echt gut. Klar, der erste, der war ein bisschen langweilig. Da sind wir ja nur drauf rumgesprungen. Aber hier so mit den TNT, das ungefähr abpassen. Und ja. Oh, hier bekommen wir einen Smaragd. Noch rein da. So, Lost City. Ganz ehrlich, wie kann man eine Stadt verlieren? Ist ja nicht so, dass man so und so, Hosentasche und sowas, ne? Ja, es ist ein 3D-Plattformer. Da kann man sowas schon mal machen. Ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist, dass ich das nicht bei Yooka-Laylee gemacht habe schon, ne? Oi. Wow. Kann man hier unendlich Äpfel snacken oder was? Das ist ja cool. Aua. Ja. Das ist lustig. Jo. Ah. Quasi, wenn man alle auf einmal beseitigt, dann kommt nichts mehr nach. Das ist okay. Ich will mir jetzt eine Ugala Bugala. Das hole ich mir doch. Ha! Oh. Wow. Okay. Okay. Ah, okay. Da bin ich zu langsam für. Ich experimentiere halt immer gerne. Ah. Na gut. Hopp. Nein! Ich schätze diese Sprungkraft zu gut ein, weil es ein Jump'n'Run ist. Aha. Widerlich. Entschuldigung. Jetzt.
Und irgendwo da oben ist halt auch so eine Ugala-Bugala-Maske. Okay. Ah, wenn man beide Fledermäuse besiegt, also... Ah, natürlich. Ups, da gehe ich mal noch nicht hin. Alles klar. Kommen wir nicht ran? Ah, okay. Okay, okay. Jump'n'Run-Profi hier wieder on Tour. Als hätte ich in meinem Leben nie was anderes gespielt. Ja. Wo auch immer das jetzt was ausgelöst hat. Das sah mir sehr verdächtig aus. Okay, und der geht aggressiv auf mich los. So. What the? Ich gehe wieder rein. Ciao. Hier sind Äpfel. Okay, ja. Okay, Mist. Kann ich den kicken? Alles klar. Muss man ja wissen, ne? Ob man die auch so zerstören kann. Ja. Okay. Hä?
Wenn man es zu eilig hat, ne? Hallo? Analog? Einfach weil ich es kann, alle vernichten. Und rein da. 33 Kisten. Boah, ist das fies. Ich meine, das gibt sehr viele Äpfel. Definitiv. 33 Kisten sind jetzt auch eine schöne Hausnummer. Aber übel. Uiuiui, leicht die Kontrolle verloren. 200 Äpfel. Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, schade, die zählen da nicht mit rein. Das musst du mir erklären, Spiel. Halt. Halt! Wie hab ich das eben gemacht? Eben bin ich doch auch nur hops, hops, hops und rüber. Ja. Hop, hop, hop. Da! Den kann ich nicht angreifen. Der rotiert mich zurück. Macht er das? Das ist ja krank. Okay. Aber dass der einfach so die Fähigkeit hat, mich da einfach runter zu knocken, das ist ja unfair. So. Gut. Das war's aber auch mit der Folge. Ich mag das Spiel. Und ich hoffe, euch macht das Spiel, deinen Zuschauern, mindestens genauso viel Spaß. Das ist immer so eine Sache bei mir. Ha! Ich werde auf jeden Fall persönlich in diesem Spielstand hier hinten die Welten, die wir gemacht haben, schon nochmal versuchen auf fertig zu kriegen. Sowas wie Edelsteine sammeln, die Zeitruns und sowas, die Angst. Dass ich das alles mal mache. Und dann wollen wir mal sehen, was dann da so, ne? Was dann am Ende bei rumkommt. Okay, da unten wird abgespeichert. Ah, ich würde sagen, wir machen hier oben. Speichern.
Genau, weil das sie nämlich automatisch speichern. Hm. So, und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Banjo-Kazooie wieder. Banjo-Kazooie, ja, jetzt ging's wieder los. Crash Bandicoot. Ich will immer Banjo-Kazooie sagen aus, ja. Ich weiß nicht warum. Die Musik ist einfach genauso krank. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.